Ah, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder da seid. Es ist die 13. Mittwochlesung. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ich bin total froh, dass ich es noch schaffe, an diesem Mittwoch für euch zu lesen. Leider kann ich keine Live-Lesung machen, weil meine Kamera beim neuen PC noch immer nicht funktioniert. Sie funktioniert, wenn ich auf FaceTime gehe oder so, aber nicht, wenn ich eine Live-Aufnahme machen will, was mir sehr leid tut. Aber ich stelle das dann gleich online und ihr habt mich dann vielleicht zeitversetzt mit ein paar Minuten. Gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich lese weiter aus meinem in Arbeit befindlichen Roman Korhan, noch immer im Kapitel Reichtum, Warlik. In diesen Jahren ärgerte sich Mehmet II. Immer wieder über Georg Kastrioti, genannt Skanderbeg. Er war ein Fürst aus dem albanischen Adelsgeschlecht der Kastrioti und ein außergewöhnlicher Militärkommandant, der bis zu seinem Tod verschiedenen Herren diente, man könnte sagen immer, in strategisch bestimmten Abläufen, die nur ihm und seinem Land dienten. Jedoch 1455 mit seinem Heer in der Schlacht bei Berat, der heute genannten Stadt der 1000 Fenster, deren Name sich von der slawischen Bezeichnung für schöne Stadt ableitet, in den Tomorbergen ausgetragen wurde und ihm eine Niederlage gegen das Osmanische Reich bescherte. Skanderbeg, der von den Osmanen Skander Bey genannt wurde, der von den Italienern unterstützt wurde, war er doch Katholik und der den Vater Mehmeds II., Murat, 1445 und 1446 besiegte. Murat gab nicht auf, immer wieder sammelte er seine Truppen gegen Skanderbeg, der ihn schließlich mit einer in die Geschichte eingehenden Finte erneut außer Gefecht setzte, dem sogenannten Ziegenangriff. Zur Verteidigung der ersten Belagerung der Festung Kruja in Albanien durch Murats Heer ließ Skanderbeg während einer Nacht einer Herde Ziegen Kerzen auf deren Hörnern befestigen und den Berg hinuntertreiben. Die Osmanen dachten, dies sei ein albanischer Angriff und zogen gegen die Herde ins Feld. Als sie weit genug aus dem Lager waren, griff Skanderbeg sie an und vernichtete sie. Nach der Belagerung ließ Skanderbeg auf seinem Helm einen Ziegenkopf aus Eisen anbringen, zur Erinnerung an seine geniale Taktik in dieser Nacht. Einer anderen Legende nach ging Skanderbeg mit diesem Helm durchs Gebirge und die Feinde hielten ihn für eine Ziege, da sie es nicht für möglich hielten, dass Menschen durch dieses Terrain marschieren konnten. So fiel er den Türken in den Rücken. Für die Osmanen war Skanderbeg ein doppelter Verräter, fiel dieser doch nicht nur vom Sultan ab, sondern auch vom Islam. 1466 startete also der neue Sultan Mehmet II., der Sohn von Murat und der Eroberer Konstantinopels, einen neuerlichen Großangriff. Es reichte ihm nun mit Skanderbeg und er wandte eine neue Strategie an. Mehmet ließ als Stützpunkt und Vorratslager in Mittelalbanien die Burg Elbasan errichten und den Hauptmarschweg, die Via Egnatia, aus römischer Zeit verbreitern. Er entsandte Heerscharen an Holzfällern, die Skanderbegs größten Verbündeten zerhackten, den Wald. Vor allem aber durchkämmten Kommandos des Sultans systematisch die Gebirgszüge nach Aufständischen. Sie deportierten Zehntausende, brannten Felder nieder, nahmen das Vieh mit. Schließlich 1467 überrannte der Sultan mit 200.000 Soldaten Albanien und weil es ihm nicht gelang,
Skanderbeg zu besiegen, zerstörte er das Land und seine Menschen darin. Nun halfen Skanderbeg auch seine katholischen Verbündeten in Rom und anderen Ländern nicht. Sie konnten sich nicht durchringen zu helfen und es kam zur demografischen Katastrophe. Der Balkan hatte im Zuge der osmanischen Eroberung so etwas noch nicht erlebt. Mehmet II. War auf dem Weg weiterer Eroberungen. Dubrovnik, Ragusa, Morea, byzantinisches Herrschaftsgebiet auf der Peloponnes, welches die romanische Bezeichnung für die Halbinsel war. Mytilene auf Lesbos, Negroponte, der bis heute gebräuchliche Name der griechischen Insel Euböa, ehemaliger Kreuzfahrerstaat. Mehmet der Eroberer. Mehmet, der zu Kunst und Wissenschaft neigte. Mehmet, der so blutrünstig Rache nehmen konnte, dass es nicht zu fassen war. Hier behutsam und freundlich und wohlgesonnen, Erbildungswillen, Diszipliniertheit und Mut entgegenkam. Vielen lieben Dank. Immer wieder Mehmet anstatt Mehmet sage, dann entspringt das einer zweiteiligen Ansicht. Manchmal sagt man Mehmet, manchmal sagt man Mehmet, es gehört Mehmet. Das möchte ich festhalten, das weiß ich schon. Das war's für heute und ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns wieder, so hoffe ich, und sehen uns wieder nächste Woche. Ich hoffe mit einer guten Live-Kamera. Ich muss drauf kommen, wie das geht. Inzwischen habe ich festgestellt, dass es da eine Liste geben soll, wo diese App von Facebook oben sein soll. Aber sie ist nicht da. Es ist überhaupt nichts auf dieser Liste. Und der Computer ist neu. Und ich habe versucht, Facebook in dieses Programm hineinzukopieren. Es nimmt es mir aber nicht. Ich brauche einen Spezialisten. Ich werde einen Spezialisten haben und dann wird das hoffentlich klappen. Auf das freue ich mich schon, denn dann sehen wir uns wieder live. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen und gute Nacht.